Herzlich willkommen zu unserer Sendung Heilkund. Mein heutiger Gast ist ein namhafter Spezialist in seinem Fachgebiet, Dr. Andreas Remiger. Herzlich willkommen. Andreas, du bist ja bekannt als der Orthopäde, der Garantieschein gibt für Erstimplantat, Hüft- und Knieprothese. Korrigiere mich, wenn ich etwas falsch sage. Wie viele Operationen hast du schon durchgeführt und operierst du immer noch? Gerade zum Letzteren, ich operiere immer noch. Ein bis zwei Tage in der Woche. Die Zahl der Operationen, das beläuft sich mittlerweile ja, um die 10.000 dürften schon zusammenkommen. Eigentlich wahrscheinlich noch mehr. Und bezüglich Hüfte, Knie, das ist natürlich eins meiner Spezialgebiete. Da hat sich die Situation dann so ergeben, dass wir da seit jetzt sind es da 7 Jahre Garantie für Erstimplantationen geben. Wie viele am Kantonsspital nicht. 10 Jahre. Habe ich mal gelesen. Ja, genau, 10 Jahre. Schön. Gibt es auch nicht überall, oder? Nein, das ist eher selten. Genau. Und wenn Ort verordnest du deinen Patienten Kuraufenthalt? Was ist der Sinn für dich? Der Sinn von der Kur ist eigentlich eine Überbrückung vom Akutspital zur Wohnung nach Hause. Wenn Patienten eigentlich mit ihrer Situation, sei es jetzt haben sie an der Hüfte oder am Knie eine Operation gehabt, noch nicht so zurechtkommen, wenn sie alleine sind zu Hause oder wenn sie viel Treppen steigen müssen oder sich das noch nicht zutrauen, haben sie eine Möglichkeit mit der Kur und Erholung das Ganze sich wieder anzueignen und sich wieder sicherer zu fühlen. Und wie hoch ist der Anteil von deinen Patienten, die so einen Kuraufenthalt in Anspruch nehmen? Weil es ist ja auch immer mit Kosten verbunden. Mhm. Da muss man die Alterslasten anschauen, das betrifft vor allem natürlich Patienten so über 60. Und da würde ich sagen, liegen wir so um die 10%, die eine Kur in Anspruch nehmen wollen und auch in Anspruch nehmen. Und warum das Hotel Kurus am Saarnensee? Das ist natürlich begründet durch die Lokalität einerseits, nicht Obwalden. Und natürlich so ein Ausblick, so ein Fleck. Da kann man sich erholen, weil das ist wirklich der Schwerpunkt vom Ganzen, dass man sich von einer Operation, von einem Unfall, von einem Stress erholen kann. Und über die Zeit hat sich eine sehr enge Zusammenarbeit, unproblematische Zusammenarbeit ergeben. Und es wäre schade, wenn wir es nicht so machen würden. Ich sehe gerade, da hinten passiert etwas. Kannst du uns kurz aufzeigen, was da gerade gemacht wird? Also das Ganze sieht ja auf den ersten Blick aus wie ein Spaziergang begleitet. Es ist aber der Physiotherapeut mit der Patientin, die Probleme im Bewegungsapparat hat. Sie wird gerade auf die alltägliche Belastung vorbereitet oder wieder trainiert. Das ist eins der Ziele der Kur, dass die Leute wieder auf den häuslichen Alltag vorbereitet sind und ihn selber wieder meistern können. Und wofür Tipps gibst du den Kurgästen? Sich selber zu entscheiden, dass sie sowas machen wollen. Also ja wir, wenn man in die Ferien geht. Zum anderen auch sich überlegt, was ist das Ziel von der Kur für einen selber. Und wenn man dann einmal in einem Kurhaus oder in der Kur ist, auch sagen, was man will oder was die Vorstellungen sind. Was wir festgestellt haben, dass Kurhäuser relativ flexibel sind. Also sei es das Personal, sei es mit dem Angebot, die ermöglichen viel, was jetzt nicht unbedingt gerade in der Liste drin steht. Also sagen, was stellt man sich vor und so kommt man wahrscheinlich sehr gut miteinander zurecht und hat einen guten Erfolg. Und wie funktioniert denn das? Leihst du denn das Programm fest, was denn im Kurhaus passiert, ob Physio oder Massage? Mhm. Oder wie viel kann der Patient selber entscheiden, wann er will? Also wir legen natürlich das Medizinische fest. Wir haben unsere Nachbehandlungsschemata für unsere Operation oder die orthopädischen Leiden. Das geben wir mit, dass die Physio oder die Ergotherapie dementsprechend arbeiten kann. Oder wenn jetzt im Kurhaus ist meistens nur ein Hausarzt zuständig, der dann auch medizinische Leistungen dort ab und zu macht. Wenn dort was gemacht werden muss, das machen wir. Und geben euch am Patienten sonst noch Tipps mit, ja, wie oft soll er denn rausgehen, wie oft soll er denn am Tag trainieren, dass er ein bisschen einen Anhalt hat. Die anderen Sachen sind natürlich vom Kurhaus selber auch mit vorgegeben. Was sind die hausinternen Abläufe, was gibt es alles für Möglichkeiten. Hier zum Beispiel kann man sehr schön draußen spazieren gehen. Man hat jetzt nicht eine Hanglage, wo man viele Treppen hat. Ab und zu braucht man es zum Üben, aber man muss ja nicht bloß Hanglage sein.
Das ist eigentlich so die Kombination, also medizinisch von uns, andere vom Kurhaus. Vielen Dank, Andreas, für die wichtigen Informationen. Sie, liebe Zuschauer, haben wie immer die Möglichkeit, uns über die eingeblendete Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zu erreichen. Falls Sie einen erfolgreichen Kur wünschen, melden Sie sich doch bei uns. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Adieu miteinander.